Heyo, let's play Watch Dogs mit Paul und Marcel, der irgendwas anderes spielt. Ja, Diablo. Yeah. Gestern rausgekommen, heute gleich das erste Gameplay. Let's go. Also Paul, hau mal ein bisschen was raus. Du hast einen Mustang, ja? Mhm. Ich will auch. Hast jetzt gerade erst Kampagne angefangen oder was? Ja. So, da starten wir dann gleich mal die erste Mission, ne? Na, viel Spaß. Danke. Ich hab's gestern schon gemacht. Bin jetzt schon in Akt 2. Okay. Spielst du mit Tastatur oder mit Controller? Tastatur. Mit Controller, das würde besser reißen. Okay, bin in der Lobby von Mello. Würde ich auch gar nicht mehr klarkommen. Nein. Muss das umstellen. Musst du auch zu uns. Ja, mir ist Deutsch mit Untertitel. Ja, muss. Kannst aber nicht während des Spiels umstellen. Sieh mal an. Wir hätten auch eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu. Nein, unser. Konzentrier dich. Fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Kopf. Greif die Karte ab und... Abenteuer, mein Freund. Vertrauen. Weiter geht's. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Und ab zur nächsten Mission. Ali? Ja. Was ich auch krass finde, ist, im Autoradio gibt's von Kid Cudi Day and Night. Ja, lol. Maurice. Und noch ganz viele andere Lieder, aber die meisten kenne ich nicht. Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Jetzt hast du es im Fenstermodus oder hast du es auch im richtigen Bild? Vollbild. Na, bei mir ist oben die Anzeige mit dem Kreuz. Ich muss das gleich nochmal Vollbild umstellen. Du brauchst nur Alt und Enter drücken. Das ist die Tastenkombination für Vollbild und Fenstermodus. Cool, super, danke. Ah, wusste ich gar nicht. Man lernt doch noch was dazu, ne? Mhm. Also in der Morgen zu fertig, um Feiertag zu saufen. Ja, das ist kackegal. Ich bin morgen 4 Stunden im Bus. Wieso? Ich fahre mit meiner Familie nach Polen. Holland. Ich bin mit Zeitlagern nach Görlitz gefahren. Nach Bolle? Görlitz. Das ist direkt an polnische Grenze. Du gehst 200 Meter weiter, bist du an Grenze. Ja, wir wollen nach Breslau. Ah, Breslau war ich auch schon. Breslau ist richtig geil. Sein, aber könntet ihr kurz zuhören? Ganz kurz noch. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Mach das Spiel gleich lauter. Und dann können wir weiter quatschen. Sag mir den Namen. Ich hab's extra schon leiser gemacht, damit ich Marcel hören kann. Ich hab meine epische Musik leiser gemacht. Ah, ich kann's schon. Ich bin jetzt einfach mal zu stark gegangen. Können wir weiterreden? Ich mache mir den Audio hier ein bisschen lauter.
ETSO-System. Ist schon alles total. Und, Ali, was für ein Handy hast du? Jetzt? Ich, in echt? Ja. Ein iPhone. Ah, okay, kacke. Ich weiß nicht, ob es die Watch Dogs App auch für iPhone gibt. Was bringt denn die App? Du kannst da halt deine Skills und so verwalten, kannst, wenn du online spielst, Gegner mit Helis beschatten und sowas. Nice. Jo. Habe ich zwar noch nicht ausprobiert, weil ich irgendwie noch nicht so verstehe, wie online funktioniert. Ja, alles einmal richtig befassen damit und dann geht das schon. Das ist wie bei Assassin's Creed, der Multiplayer. Du musst doch erstmal ein paar Stunden spielen, damit du checkst, wie der geht. Na, ich habe hier die ganze Kampagne gespielt, auf einmal kommt da irgendwas von wegen Online-Angriff. Und dann hat mich irgendein anderer Typ angegriffen. LOL. Dachte ich mir auch, aber hat Spaß gemacht. Dann habe ich ihn umgelegt. Nice. Mit Aiden Pierce spielt man nicht. Schon gar nicht, wenn er aus Berlin kommt. Oh ja. Halleluja. Und ich darf jetzt wieder 2 Kilometer fahren. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Meine Fresse. Aber was ich noch nicht weiß, ist, ob man hier auch Heli und Flugzeug und so fliegen kann. Weil wenn, dann ist es 5 Millionen prozentig besser als GTA. Boah, ich hab schon... ich hab Heckenhaar rausgefunden schon. Öffnen. Ja, cool. Ich hab $657 schon. Nein! Wie viel hast du? $657. Ich hab eine Tüte gefunden mit Geld. Ich habe 9.033. Und du hast ein Auto. Ja, die stehen ja hier überall auf der Straße. Aber wenn du einen Skillpunkt hast, ist das allererste, was du skillen musst, Wo warst du denn, Mann? Wer ist das? Halt, irgendwas da mit Autos, dass du die knacken kannst. Weil vorher musst du immer irgendwie die Scheibe einschlagen, um reinzukommen. Und wenn du das dann geskillt hast, gehst du einfach nur hin, piep, piep, und bist drin. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, ja, läuft für euch. Aber du enttäuscht mich, Pia. Was? Ich meine, du siehst gar nicht. Ja, hier kommen so eine seltenen Gegner wieder. 3 auf einmal, die mich dauernd festketten. Nein, zu spät. Ja. Die Grafikkarte führt, das Spiel ist fast vorbei. Die ist richtig geil. Haben keine Zeit. Guter Schuss. Gesamtes Spiel ist geil. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Deswegen sag ich nicht umsonst, ich finde es besser als GTA. Na, GTA 5 fand ich allgemein nicht so toll. Hat mir nicht, die Story hat mir nicht gefallen. Hab die Bullen gerufen. Ich hab das ja für Xbox. Aber ich hab schon ernst. Die erste Woche gespielt und dann gar nicht Maurice, große Brüder, komm. Und halt GTA ist immer dasselbe irgendwie. Ja eben. Das ist ein Witz. Und nein, es ging nicht um dieses Ghetto-Ding, weißt du? Nach dem Spiel wird das Ding einfach nur um Reich. Wollte ich gar nicht. Ich wollte diesen Ghetto-Slang beibehalten. Morgen wird dir der Plan gefallen. Ich fand San Andreas bis jetzt am besten davon. Klasse. Ja. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Erstmal wird mit der Sniper geschossen. Sieht aus wie ein Chauffeur. Meine Fresse. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Au. Aber kann sein, dass es auch noch ein paar Grafikbugs hat, wenn jetzt zum Beispiel das Handy von dem Typen. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Was ist damit? Der ist bei mir ein bisschen verbuggt, der Typ. Ja. Mr. Pierce. Boah, nicht für die scheiß zweite Ebene, nicht für diesen scheiß Dungeon. Das war doch gerade eben noch aus. Boah, was? Was ist denn mit dieser Stadt
Ach, jetzt. Wurde identifiziert, okay. Ich muss also den gleichen Weg folgen, okay. Weiß ich Bescheid. Ey. Bei welcher Mission bist du? Noch bei der ersten. Was war denn das? Ich muss hier flüchten gerade. Kacke, ich bin tot. Nein. Ach Mann. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Spielst du auf leicht oder auf normal? Also normal. Wie komme ich da unbemerkt rein? Genau hier. Die betreten ein Sperrgebiet. Aber die GTA hättest du einfach den Weg freigeballert. Ja, ist ja hier auch so. Nur halt nicht so krass übertrieben wie jetzt bei GTA. Hier ist halt dein allergrößtes Tool dein Handy. Ohne das geht gar nichts. Das ist einfach mal was anderes. Ja. Hier in der Form gab's noch nie. Die betreten ein Sperrgebiet. Ein Sperrgebiet. Sperrgebiet. Die allerbeste Waffe ist die Colt mit Schalldämpfer. Die fetzt einfach mal richtig. Ah, okay, ich kann Kamera über Kamera hacken, das ist ja geil. Jupp. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Da ist ein bekannter Viceroy in der VIP Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komm hoch. Mach mal Halbland-CD, wir brauchen dich da unten. Läuft für euch. Meine Fresse, schon wieder so viel. Paul, du hast echt nicht übertrieben, als du das gemacht hast. Das ist geil, wie du das Rammen gespielt hast. Ich finde das auch jetzt schon krass. Wird noch besser. Ganz anderes. Wow, fette Explosion. Jetzt nehme ich wieder die Schnieper. Und schalte den da aus. Ja. So, den habe ich. Nächste. Der will gehört noch nicht. Boah, was? Von wo? Ein Sniper. Aber von wo? Da. Das. Ah, Fug. Boah, was? Schock, Alter. Steht direkt hinter neben ihm. Ist vermutlich nicht. Hey Sie, Sir. Ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. So, die habe ich schon alle ausgelöscht. Yes. Boah, Schock. Jetzt muss ich sterbe. Darüber. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit denn? Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Attacke. Ich zeig dir einen Scheiß. Das ist zum Teufel. Was? Nee, findet ihr das auch alle? Sie sind
Ich will diesen Finger im Internet sehen. Gut, ich brauche keinen Ausweis. Dann lächeln wir zwar nett, es geht aber besser ohne. Hey Mann, ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Die Polizei hat den ganzen Komplex am Regeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. ETOS Sentinel. Du wolltest den Rächer aus dem Der Strom im Stadion. Ich bin jetzt direkt in der Stadt. Also. Vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zug? Eckbar. Im nächsten Raum. Aber du brauchst hier. Eckbar Hauptzentrale. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Hey, Sie alle? Ja, bin ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Ja, haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen diesen Oh, Armageddon. Den ganzen Bezirk freigeschaltet. Jetzt ist Armageddon, Bezirkzugang freigeschaltet. Ja, Boss, und ich werde hier dauerhaft mit Feuer beschossen. Armageddon. Es ist ein Notfall. Das wird reichen. Also, wie schlimm ist es da unten? Aber es ist ein Tag. Ich habe Zugang zum Kopf bekommen. Sie ist unterwegs. Ist es bei meiner Allergeilsten finde ich immer noch die Ampeln und diese Poller. Und alles andere. Mein Ruf wird immer schlechter. Jetzt bin ich schon nicht mehr Bürger, sondern Anarchist. Ich muss essen, Jungs. Geh mal weg. Keine Sorge, hab dich da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos in der Garage. Vorhin war ich vom Ruf noch Bürger. Jetzt bin ich Anarchist. Egal. Ich muss. User left your channel. Okay. Jetzt sind Daisy Daisy. Wir beide noch unter uns. Ich fahre schon wieder Polo. Ja. Aber in-game meine ich. So. Nee. Ich hatte mir vorhin irgendwas anderes gekauft. Keine Ahnung, was das war. Aber jetzt fahre ich gerade so ein Auto, das ziemlich nah rankommt. Und so ein VW Polo. Und Mustang gibt's ja auch, Nissan GT, Skyline, ne, gibt's nicht. Echt? Nice. Ja. Ich hab mein Auto, das erste Auto, geil. W beschleunigen, S bremsen, S halten rückwärts, Handbremse umschalten. Okay. Wir checken ein paar Nebenstraßen. Nein. Ach was, ich bin schon da. So. Jetzt irgendwie ein bisschen schnell. Racing, zerbrechliche Ware, Akt 2. Wir weichen dann um die Kinder auf.
Frank anschauen. Was denn? Ja. Macht extrem Spaß. Das habe ich echt gebraucht. Endlich hab ich ihn. Oh. Ich hab das gesamte EP habe ich mich gesteigert, aber ich habe die Listen verletzt, das ist ja schlimm. Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich schalte hier wieder einen nach dem anderen aus. Dann wird er sich schon rühren. Bin da. So. Auf jeden Fall macht das Spiel schon mal mega Spaß. Jo. Das Geile ist auch, dass es ein Open-World-Spiel ist. Das gefällt mir. Jo. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Ich finde, die hätten hier irgendwie ruhig mal irgendwie Puff einbauen können oder so, wie in GTA. Ich finde nicht, das fehlt. Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Und noch ein Headshot. Sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Also beim ans Autofahren muss ich mich auf jeden Fall gewöhnen noch. Das habe ich gerade schon gemerkt. Die sind sehr schnell, die Autos, ne? Ja. Finde es aber cool, wie die anfahren. Die ziehen richtig, ne? Jo. Drücke M, um die Weltkarte zu öffnen. Drücke dann... Okay, probieren wir mal aus. M. Boah, nein! Schon wieder so ein Juggernaut, Alter. Die sind so OP, Alter. Gar nicht klar. Erreiche das Versteck. Wo ist denn dein Versteck? Station, Geschäft. Geschäft. Schalte einen interessanten Ort frei. Nein. Geschäft. Boah, was? Kacke, Mann. Diese scheiß Juggernauts, die sind so krass, Mann. Brauchen locker 20 Schüsse oder so auf den Kopf. Richtig hardcore. Wie ist denn das Symbol für Versteck? Zwei so einen gelben Pfeile. Okay. Ah, da bin ich hier gerade.